So, mein Lieben, ich hoffe, ihr seid gut in den Donnerstag gestartet. Heute geht's ab, sehr wahrscheinlich zumindest. Wir kriegen zwei wichtige Wirtschaftsnachrichten. Jetzt hier in 3 Minuten ist die Rede von Jerome Powell, dem FED-Vorsitzenden, was aber sehr wahrscheinlich für die Märkte eher nicht so spannend und relevant wird. Dann haben wir die ersten wichtigen Informationen, dass der Verbraucherpreisindex in Deutschland im Monats- und im Jahresvergleich. Und wir müssen uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir hier von einer Teuerung, ich hasse dieses Wort, aber von einer Teuerung, von einer Verteuerung von über 6% im Jahresvergleich sprechen. Das bedeutet also, um quasi die gleiche Kaufkraft zu haben wie letztes Jahr, zu diesem Zeitpunkt müsstest du 6,1% mindestens oder jetzt vielleicht 6,3% oder vielleicht fällt das sogar noch schlechter aus, über 6% Rendite erwirtschaftet haben. Du musst dir mal überlegen, dass das Investment, das Trading sowieso schon schwer genug ist, aber du von diesem, was du erwirtschaftest, erst noch die Inflation abziehen musst, um quasi einen gleichbleibenden, ja, eine gleichbleibende Kaufkraft zu erhalten. Das ist krass, das ist verrückt. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wie es hier mit der Prognose und den aktuellen Werten aussieht. Ich fand das in den letzten Monaten immer recht schwer zu beurteilen. Ich hatte immer so eher diese negativere Sicht auf die Dinge, wobei die Zahlen dann doch relativ positiv waren. Deswegen hier nicht allzu viel gamblen und nicht allzu viel Prognose. Wir werden sehen, was dabei rumkommt. Aber es ist spannend. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Inflation schon scheinbar wieder ein bisschen nach oben geht. Und das, obwohl die EZB relativ streng an ihren Zinserhöhungsplänen festhält. Von daher spannend ist es definitiv. Was aber das Ganze noch in den Schatten stellt, das ist dieser Bereich hier. Da sehen wir das Bruttoinlandsprodukt aus den USA. Q1 für dieses Jahr 2023. Wir kommen von einem Q4, was mit 2,6% zwar etwas entschleunigt ist, aber durchaus noch in Ordnung ist. 1,4% wird erwartet, was natürlich schon eine deutliche Verlangsamung oder eine weitere deutliche Verlangsamung in den Markt einspeist. Aber, und das ist das große Aber, können wir diese 1,4% erreichen. Wenn wir uns das ganze Makrokostüm mal anschauen, dann sehen wir die Zahlen, die sind bei weitem eigentlich nicht mehr da, nicht da, wo sie hin sollten. Die PCE-Kernrate, also die eigentliche Inflationskernrate, die hält sich hartnäckig. Wir haben vor Monaten schon massenhafte Arbeitsplatzabbauten erfahren. Wir sehen, dass die Gehälter nicht proportional steigen, dass weniger Menschen eigentlich einen Job nur aushalten müssen, sondern teilweise 2 oder 3 Jobs aushalten müssen. Deswegen, auch wenn der Arbeitsmarkt das gesamte Netz noch irgendwo stützen kann, sind alle anderen Zahlen nicht mehr unbedingt so solide. Und das bezweifelt dann doch sehr, sehr stark, ob wir 1,4% erreichen können. Kommen wir da drüber, sollten wir in den Märkten eine relative Stabilität erwarten und keine krassen Bewegungen bekommen und eigentlich diesem, ich sag mal, dieser Struktur, dem Tonus der Märkte weiter folgen können, nämlich, dass es langsam, aber stetig weiter nach oben gehen kann. Rutschen wir hier drunter, dann wird es böse und ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir so einen krassen Abrutsch bekommen. Sollten wir ins Minus fallen, dann ist auf jeden Fall böse. Aber dafür, dass wir ins Minus fallen sollten, sind die Märkte noch zu hoch, weil wir sollten uns eigentlich bewusst sein, dass die Leute, die an diese News schneller kommen, beziehungsweise die dann schon eher diese Vorausahnung haben, dass die sicherlich schon ihre Position deutlich abgewetzt hätten im Vorhinein. Von daher, es wird spannend. Alles, was unter 1,4 landet, sicherlich sehr bearish für die Märkte. Was Richtung 1,4 und höher landet, das ist dann doch wahrscheinlich eher bullish für die Märkte zu sehen. Damit springen wir jetzt mal rein. Der DAX, der hier sehr, sehr häufig auch von uns allen gehandelt wird, wir haben darüber gesprochen, wir sind immer noch in einer ziemlich bullischen Perspektive, zumindest weil wir hier unten die Tiefs verteidigt haben und damit haben wir uns auch hier in den letzten Tagen einen Gefallen getan. Trotzdem, wir müssen auch hier jetzt mal betrachten, sind wir, was die Struktur anbelangt, langsam aber sicher auch so ein bisschen im, ich sag mal, so ein bisschen im Korrekturmodus, ja. Wir sind jetzt hier quasi unter diese dynamische Unterstützung gebrochen, haben sie jetzt respektiert, in einem allerersten Schritt. Und wichtig ist natürlich, wenn wir von einem dynamischen Level ausgehen, was das dynamische Level mit dem Markt macht. Deswegen, da können wir nicht generell einfach sagen, okay, jetzt shorten wir hier, sondern wir sehen, dass hier dieses Doppelbottom, was an dieser dynamischen Widerstandslinie gezeigt hat, dass der Markt reagiert, hat zumindest erstmal nur zu gleichbleibenden Tiefs geführt. Von daher noch nicht allzu viel, was uns in die Short-Perspektive drückt. Trotzdem, wir haben jetzt hier eine kleine Aufwärtsstruktur und wenn die Aufwärtsstruktur nach unten gebrochen wird,
dann haben wir möglicherweise die Einladung für tiefere Kurse, was mit entsprechend möglicherweise schlechteren Zahlen diesen Abwärtsschwung deutlich beschleunigen kann. Also da würde ich ein bisschen aufpassen. Wir waren vorher relativ bullisch gestimmt, ist jetzt aber so eine Geschichte, da müssen wir einfach ein bisschen passiver unterwegs sein und schauen, was sind die News, was sind die Daten und was machen die mit den Märkten. Schauen wir mal in den Kryptomarkt. Da hat sich weiterhin eigentlich relativ stabilisiert. Also Bitcoin hat jetzt erstmal an Momentum verloren, aber verteidigt auch seine Tiefs. Also auch da ist immer noch soweit alles in Ordnung. Auf Tagesbasis sicherlich jetzt nicht die bullischste Perspektive. Wir haben darüber gesprochen, dass wir hier die Price Action gezeigt bekommen haben. Liquidität abgegriffen und seitdem uns eigentlich nur stabilisiert. Und von daher noch nicht allzu viel, dass wir hier von einer großen Korrektur sprechen. Es ist von der Charttechnik her nicht unbedingt super üblich, dass wir hier ein Breakout bekommen, weil das erinnert relativ stark an so ein Szenario, wo wir hier über mehrere Tage eine Umverteilung bekommen und dann halt entsprechend in diese Korrektur gehen. Und das wird auch, selbst wenn das passiert, natürlich erstmal vielleicht 10% Minus mit sich bringen. Aber wir müssen halt wirklich noch sagen, wir sind hier nicht schlecht aufgestellt. Die Frage der Fragen ist halt, wie wir diesen Ausbruch aus dieser Bärenflagge, die wir hier bekommen haben, wie wir den quasi verteidigen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, einen hoch nach dem nächsten zu jagen, wobei auch da die Perspektive immer noch einzuräumen ist, ganz klar. Aber was viel wichtiger ist, wenn wir hier zurückreagieren, wie performen wir da? Kriegen wir da eine aufsteigende Struktur, die uns wieder vielleicht für den Breakout nach oben bringt, oder kriegen wir hier tatsächlich so eine Art Fake-Out und dann der Markt bricht nach unten? Und sowas ist regelmäßig immer und immer wieder passiert. Auch hier hatten wir diesen starken Breakout. Ja, deswegen, da müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Klar, sowas will man erstmal nicht hören. Sowas wirkt erstmal auch ein bisschen noch fernab, aber wir müssen uns diese Option einfach offen lassen. Trotzdem, wir sehen auch hier, sowas kann sich sehr, sehr schön erstmal weiterhin in eine neue Struktur dann auch ausdehnen. Das heißt, auch wenn wir so eine neue Flagge nach unten bekommen, kann das Ganze trotzdem wie auch hier in einem neuen Hoch landen. Also die Zahlen werden spannend. Ein schlechteres Bruttoinlandsprodukt als erwartet ist sicherlich auch nicht gut für Bitcoin, weil dann wird sich das Geld aus den Märkten oder aus den Assets verflüchtigen in Cash-Reserven und das zieht die Liquidität dann aus den Märkten. Schauen wir uns mal Gold an. Gold ist eben entsprechend hier auf dem absteigenden Ast. Wir haben darüber gesprochen, dass die Short-Seite gerade überwiegt. Kommen jetzt langsam aber sich in den Bereich, der spannend ist, nämlich hier unten diese Umverteilungszone 18888. Das ist ein spannender Bereich, den wir vielleicht mal antesten, beziehungsweise für mich persönlich scheint eigentlich diese Umverteilungszone hier, diese Ineffizienz noch ein bisschen spannender zu sein. 18.72, das heißt auch hier schlechtere News als erwartet, sollte das Ganze ein bisschen nach unten beschleunigen. Bessere News, wenn wir irgendwann wieder hier zurück in diese Umverteilungszone kommen, dann sind wir auf jeden Fall relativ bullisch gestimmt, weil dann haben wir hier einen Schluss zurück in die Liquiditätszone bekommen, was bedeutet, das Tief hat die Liquidität abgegrast und dann sind wir auch relativ in Ordnung noch aufgestellt. Aber das scheint erstmal hier so eine Art Triple Top zu sein, bis wir nochmal ein bisschen Luft holen. Und wenn wir Luft holen und vielleicht geht es sogar nochmal runter auf die 17,30, dann vielleicht den großen Breakout schaffen. Makroökonomisch bin ich relativ positiv gestimmt, was Gold anbelangt. Einfach weil ich absolut kein Vertrauen in die Welt mehr habe und kein Vertrauen in Zentralbanken und einfach nur anschaue, was Zentralbanken vor allem auch machen. Und klar, da ist die Geschichte mit jetzt aktuell im ETF beziehungsweise auch mit den eigenen Kryptowährungen. Aber es ist auch spannend, dass da Gold akkumuliert wird und man muss sich immer fragen, warum. Wenn dann die eigene Währung geglaubt wird, warum holt man sich dann Assets, woran quasi damals die Währung gemessen wurde. Wie sieht es aus für den DXY? Der ist weiterhin in seiner Seitwärtsspirale. Wir haben darüber gesprochen. Eigentlich sieht es eher nach einem absteigenden Puls aus. Wir müssen nachher schauen, wie das Ganze sich ausspielt. Positiv, wenn das Bruttoinlandsprodukt positiv ausfällt, sicherlich extrem bullish für den US-Dollar. Wenn sich das Ganze negativ ausspielt, dann eher bearish, weil das würde mit sich bringen, dass die Federal Reserve nicht unbedingt ihre Zinsen so willkürlich erhöhen kann, wie sie es vielleicht möchte, um die Inflation weiter zu bekämpfen und dementsprechend möglicherweise auch da sehr, sehr stark abhängig von den News. Also wir werden gleich sehen,
was das Ganze mit sich bringt. Dementsprechend neues Update folgt dann nachher. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Start in diesen neuen Tag. Viel Disziplin, viel Geduld. Das ist das Allerwichtigste. Und wir hören uns bald wieder. Dein Dominik. Ciao, ciao.